Hallo, hier ist der Schaffer von Move 36. Da bin ich wieder. Deichkind-Konzert wäre echt cool, aber heute ist mal wieder Cinesteak angesagt, wie eigentlich jeden Montag. Daniel hat es ja ganz gut gemacht. Wir sehen heute wieder einen Film vor offiziellen Bundesstart für lediglich 5,50 Euro. Nachteil ist, wir wissen noch nicht, was kommt. Hier schon mal ein Ausschnitt für euch. Ups, das passiert mir sonst nie. Echt? Mir passiert das nämlich dauernd. Bevor wir uns jetzt aber den Film angucken können, ihr dafür den Trailer zu sehen gibt, zeige ich euch noch ein bisschen was von dem Vorprogramm, was es jedes Mal gibt. Da gibt es Popcorn, T-Shirts werden gerne verlost und noch ein bisschen Merchandise, was halt in so einem Kino rumfliegt. Und danach werde ich direkt mal die Leute fragen, wenn sie direkt hier aus dem Film kommen, wie sie denn den Film so fanden, weil frischere Eindrücke geht fast gar nicht. Und dann werde ich mich mit Dirk, dem Moderator hier aus dem Kino, nochmal hinsetzen und den Film ein kleines bisschen genauer unter die Lupe nehmen und euch sagen, ob es sich lohnt oder eher nicht. Viel Spaß! Wir haben auf unserer Homepage jeden Tag ein neues Bild, nämlich unser Online-Gewinnspiel auf www.sneak-fulda.de. Haben wir jeden Tag einen Ausschnitt aus einem Poster online gestellt und haben euch gefragt, was für ein Poster wird gesucht. Jeder, der das wusste, bekommt einen Punkt und wer bis am Samstag die meisten Punkte hat, gewinnt ebenfalls 2 Freikarten. Sollten mehrere Personen die gleiche Punktzahl haben, gibt es hier einen kleinen Stechen. Und das ist auch heute Abend wieder so. Mit der Luisa, Rebecca, Antonia und Vanessa. So. Und meine Frage ist jetzt, in welchem Jahr sank die Titanic? Alter. Alter ist falsch. Irgendwas mit 40. Irgendwas mit 40, ja, weiter, vorne. 41. 1941. 1941, okay. Sagst du 18? Lalala, keine Absprache hier. Was ist denn 1941? 1941. Nein, das sage ich. 1920. 1920? 1910. Was bringt man euch in der Schule bei? Ich guck keinen Scheiß. Du möchtest so antworten. Weißt du die Antwort? 1913. 1913 ist aber auch falsch. 1912. Das ist ebenfalls falsch. 1912. Sag doch, ich war 41. Ja, das ist 41 ganz weit weg. Aber ich glaube, 1910 ist da am nächsten. Ja. Wer hat die 1910 gesagt? Ich. Du hast gesagt. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Freikarten? Ja. Oder ja, Box? Okay, gut. Dankeschön. Machen wir es mal ein bisschen schneller. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja. Dann sehen wir, warum du nach Florida fahren musst. Wir haben sie doch gerade erst beerdigt. Deine Großmutter und ich waren jedes Jahr zu der Zeit da. Mir scheint, dass alles zu knapp wird mit dem Probebrunch am Freitag. Ich flipp gleich aus. Ich weiß. Kannst du meinen Wagen nehmen, Schatz? Ich brauch den großen für den Wein. Jetzt lass uns in deine Muschikarre springen, dann verpissen wir uns. Wir fahren nach Daytona. Habt ihr vielleicht Lust mitzukommen? Ein paar Babys in uns reinzufeiern? Wir haben eine sehr wichtige Abschlagszeit. Aber mein Dreierholz ist größer. Sehr schön. Vielleicht versuchen sie ja ihre Bälle direkt in meine Vagina reinzuschießen. Ach du Scheiße. Du warst noch nie beim Spring Break? Nein. Hey, jede Dritte hier hat Herpes. Auch wenn man es nicht sieht. Ich hatte ewig keinen Sex, 15 Jahre lang. Und ich will ficken, 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 ficken. Ups, das passiert mir sonst nie. Echt? Mir passiert das nämlich dauernd. Ich muss mich übergeben. Daytona Beach! Warum seid ihr in Daytona Beach? Wir fahren nur durch. Jason! Ach, die soll sich verpissen. Mach dir eine Nacht keine Gedanken um deine Hochzeit. Party, bis ihr schwanger seid! Okay, alle auf den Boden! Das ist Crack! Ich hab Crack geraucht? Ja, und zwar richtig viel. Ich hab Crack geraucht! Hallo? Was hast du da auf der Stirn? Das ist eine Swastika aus Penissen. Stimmt nicht, ist es nicht. Es funktioniert wie ein Windrad mit Ejakulatantrieb. Ich bin dir wirklich dankbar, dass du das für mich tust, Jason. Bist du etwa nackt? So schläft man am besten. Oh mein Gott! Ich will dich immer noch vögeln. Wir werden Donner ficken. Du überschwemmst alles wie der Nil. Ja, die Dürre in meiner Muschi ist endlich vorbei. Die Dorfbewohner kriegen endlich zu essen. Schön zu wissen. Hallo, Sumsebiene. Was? Darf ich die Sumsebiene anfassen? Geh weg! Ich will die Biene streicheln. Du kannst die Biene nicht streicheln. Hey, hey! Scheiß Perverser! Ich durfte streicheln. Halt. Du bist tot! Ja, wer da lacht, der kann auch ein Dschungelcamp gucken. Mehr muss man nicht sagen. Der Film war geil pervers. Und es sollten keine kleinen Kinder reingehen. Ging sogar. Also es war ganz lustig. Manchmal war es auch ein bisschen langgezogen, fand ich, aber im Großen und Ganzen ganz gut. War einfach mega witzig. Ich fand auch echt witzig. War gut. Also ich fand den Film super. Er hatte auch unter anderem sehr, sehr lustige Sprüche.
Aber er hat auch auf der anderen Seite Werte gezeigt, die der Großvater zum Vater selbst erst durch so eine Reise gezeigt hat. Dirty Grandpa nicht zu verwechseln mit Bad Grandpa, der Jackass-Film, den ich nicht gesehen habe, deswegen können wir es nicht vergleichen. Ich denke, im Trailer kommt schon gut rum, was da in welche Richtung der Film geht. Es ist ein Roadtrip, ein Robert De Niro als Opa mit seinem Enkel Zac Efron aus High School Musical. Und naja, ihr habt es gesehen, sie stoßen sich auf jeden Fall die Hörner ab und naja, Robert De Niro ist halt richtig dirty. Wie hat es dir gefallen? Jetzt, wo du sagst Bad Grandpa oder Dirty Grandpa, ich glaube, das nimmt sich nichts am Niveau. Ach, nein, also Niveau, da müsst du nicht mal die Füße heben für. Das ist ganz, 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 ganz weit unten. Das kann ich leider so, also was heißt leider? Ich fand es voll lustig, ja. Ich hatte richtig Spaß. Wenn man die niveaulose Witze sind, Filme mag. Noch niveaulos. Die Witze sind recht flach und nach den ersten 10 Minuten weiß man auch schon, wie die Story weitergeht und endet. Aber deswegen geht man ja nicht rein. Wenn man diese Art Witze mag, ist der Film richtig gut. Robert De Niro als perverser alter Sack, finde ich, sehr gut gespielt. Wir hatten ein Besäufnis zu Ode an die Freude. Oh, du schöner Götterfunk. Was kannst du Besseres geben? Und Zac Efron durfte mehrmals sein T-Shirt ausziehen. Was für die Ladies. Robert De Niro auch. Zweimal. Was für die Perversen. Und er hat zweimal gesungen. Oh mein Gott. Aber einmal hat er früh aufgehört. Und naja, er kann es halt. Aber nicht so viel, dass man sich daran stören würde. Also, wenn ihr mal wieder über ein paar dreckige Witze lachen wollt und wenn ihr mal ein paar stählerne Bauchmuskeln und viele Frauen in Bikini sehen wollt, toller Film. Der Nils. Du musst dich mal auf die Kamera fokussieren, Dirk. Entschuldigung. Wir sind auch Profis. Ja, wie der gerade weggegangen ist, gesagt hatte, so, die haben vorher Klischee gegoogelt und haben versucht, alles reinzunehmen, was zu finden. Ja. Außer die Explosion, die haben gefehlt. Aber und blanke Brüste. Ja, gut, das ist ein amerikanischer Film, du weißt, die haben da immer so Probleme mit. Einen Penis haben sie gezeigt. Ja, aber keine Ahnung, die Amis sind da ein bisschen komisch. Ja. Mit Brüsten haben sie es nicht ja so ganz. Also, es ist von den Road-Movie Spring Break-Filmen einer der besseren, wenn nicht sogar einer, der oben mitspielt. Also ich habe viel gelacht. Man darf ihn nicht zu ernst nehmen, aber das tut der Film ja selbst nicht. Er war lustig. Ein paar Stellen, ja. Ja, nee, er war auch öfter lustig. Also, wenn man hier so ein Grießkram ist wie der Dirk. Aber einiges war auf einmal nur bescheuert. Und dann versuchen sie am Ende noch so ein Familiendrama mit reinzubringen. Und ja, das war so scheiße. Ja. Jetzt versuchen wir zum Ende noch mal da ein bisschen Sinn reinzubringen. Familienzusammenführung-Scheiß. Ja, ein bisschen was für die Tränendrüse. Also ganz ehrlich, wer bis dahin sitzen geblieben ist, der will das auch nicht mehr sehen. Es sind fast keine Leute aus dem Kino rausgegangen. Und wir müssen sagen, es gab freudige Schreie, als der Film angefangen hat. Und es gab ein paar Buhrufe. Und es gab donnernden Applaus, als er fertig war. Ja, die Mehrheit im Kino hat applaudiert. Ja, das bekomme ich auch immer, wenn ich gehe. Ja, aber auch nur, weil ich das Publikum dazu zwinge. Du zwingst sie dazu. Gut. Ja. Also, Applaus kann ja auch sein, hey, oh geil, der ist endlich fertig. Ja. Also ich bleibe bei meiner Meinung und das ist natürlich, wie wir alle wissen, die einzig richtige. Es kommt halt wirklich auf den Humor drauf an, was für einen Humor man hat. Wenn man sagt, okay, niveaulose Filme wie Die Pute von Panem oder Meine Frau, die Spartaner und ich, die finde ich super geil, die sind lustig. Moment mal, du wirfst hier ein paar Sachen. Das eine sind Filmverarsche, ja, aber die ganz ehrlich, auf einem ganz anderen Level sind, auf einem ganz anderen Level. Das war mehr, ich würde es fast ein bisschen mit Hangover vergleichen. Ja, wir hatten sogar eine Dia-Show wie ein Hangover drin. Ja, super. Mit lustigen Bildern. Ja, Hangover, nee. Doch. Aber Hangover ist noch nicht mal so derb mies unten. Also Hangover hatte schon. Hangover war ein toller Film, die hatten halt ein größeres Budget. Kommt drauf an, was für eins du meinst. Also der erste war ja noch gut, aber. Warum diskutiere ich denn? Geht da rein, wenn euch der Trailer gefällt. Ja, genau so soll es sein. Also, wenn euch der Trailer nicht abgeschreckt hat, dann wird ihr mit dem Film richtig Spaß haben. Wenn ihr sagt, oh mein Gott, dann es wird nicht besser. War super lustig. Klare Filmempfehlung von mir. Ich wollte noch irgendwas sagen. Nächste Woche ist Rosenmontag. Wir auf jeden Fall, weil Kino ist immer. Und wenn ihr verkleidet in Disney kommt, gibt's. Was? Ja, letztes Jahr hattest du irgendwas gemacht. Jetzt. Oh mein Gott, jetzt überrumpelst du mich. Ja. Wenn ihr verkleidet in Disney kommt, dann nehmt ihr an einer Verlosung teil für irgendwas Cooles. Ja, wir finden da schon was. Also ich nicht, du. Ja, genau, ich jetzt. Jetzt hast du es mir aufgedrückt. Ja. Geschenke! Nee, ich komme auch verkleidet. Ja, okay, dann gucken wir einfach mal, wer das coolste Kostüm hat und dann verlose ich irgendwas Cooles. Ja, so machen wir es. Bis nächste Woche. Fölsch voll hinein. Ja. Schön, du kannst mal da. Aber auch bei dem Pferd.
Nein. Tja,